Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen bei Schuckebanocki Daily. Hier mit Sascha und Christian und heute ist der 9. November. Ja, wir haben ein Geburtstagskind heute. Mhm. Das ist Axel Schulz. Axel Schulz. Ja, hat 26 seiner 33 Profikämpfe gewonnen. Mhm. Aber nach einer Niederlage hat er mal gesagt, auf die Frage des Reporters, woran hat es gelegen? Ja, ich habe heute einfach scheiße geboxt. Ja, hat 7 Boxkämpfe verloren, ja. Aber genau die falschen, würde ich sagen. Genau. Ja. Ja. Hat eigentlich also so richtig und die Augen wurden auch immer nach jedem Kampf wurden die so ein bisschen kleiner. Halt. Ja, der war eigentlich ein guter, aber irgendwie ja. Hat er nicht so richtig was gerissen. Hat er ja. Den also hier Axel nicht falsch verstehen, ne? Wir nee, finden ich cool. Super. Ne? Nicht, dass du uns auf die Fresse haben willst. Nee, nee, genau. Um Gottes Willen. Axel, alles gut. Ja. Der hat dann irgendwie gegen Vitali Klitschuk, hat er glaube ich auch mal gekämpft. Ne? Hat er sowas von die Fresse voll gekriegt, alter Verwalter, das gibt's überhaupt nicht. Ja. Aber der war lange über seinen Zenit hinaus. Ne? Da hat er Hilfe gebraucht. Apropos Hilfe. Apropos was Hilfe. Eine Überlastung. Also sowas. So. 9. November 1897 wird der Caritasverband in Köln als Dachorganisation der katholischen Caritasvereine gegründet. Und alles am 9. November? Am 9. November 1897. Hammer. Ja. Apropos Hilfe. Ja. Karate Kid hat ja auch Hilfe gebraucht. Von Mr. Miyagi. Ja. Heute... am 9. November 1984 kam Karate Kid in die deutschen Kinos. Ja, Mr. Miyagi, wo er gesagt hat, wo er am Anfang ja sagt: Auftragen, polieren. Auftragen, polieren. Polieren. Auftragen, polieren. Ja. Und. Oh Gott. Wo war ich jetzt hingeblieben? Mr. Miyagi. Ja, Mr. Miyagi, genau. Wo er noch sagt: Mr. Miyagi. Mhm. Nein, Mr. Miyagi. Nee, Miyagi. Miyagi sagt Miyagi. Er. Mr. Miyagi. Also weißt du noch, wie der Karate-Schüler hieß? Daniel LaRusso. LaRusso. Daniel LaRusso. Das ist krass, wie viel Wissen man im Kopf hat. Ja. Und wenn ich irgendwie selbst drüber nachdenke, weiß ich nicht. Aber wenn du mich so fragst, patsch irgendeinen. Daniel LaRusso. Daniel LaRusso, genau. Ja, und wer hat die Freundin gespielt? Elizabeth Shue. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Tja, hatten wir schon mal in der Sendung. Okay. Ja, genau. Ja, am 9. November Karate Kid reingekommen in die Kinos. Ich war, glaube ich, 3-mal oder 4-mal drin. Ich weiß noch, im Kino alles voll und es war so voll, dass ich sogar vor den Sitzen auf dem Boden gesessen habe. Heutzutage gar nicht mehr möglich, weil wahrscheinlich wegen feuertechnischen irgendwie ganzen Kram machen sie es nicht mehr. Aber die haben so viele Leute reingelassen. Wir haben auf den Treppen haben die gesessen und vor der ersten Reihe auf dem Boden habe ich gesessen und habe so... Karate Kid geguckt. Ja. Das so steil gut. War das. So steil. Ja, dann bis zur Leinwand haben die so gestanden, gesessen. So. Und haben die Leinwand so hoch geguckt und haben dann Karate Kid geguckt. Ne? Hammer. Daniel LaRusso. So. Und dann patsch hat er den eine gegeben. Ja, hoch und runter. Und der Kran. Und hoch und runter. Ja, genau. Auftrag. Polieren. So, ja. Das den Stäbchen die Mücke gefangen. Ja, ja okay. Ja. Genug. Anfängerglück. Nee, wie sagt der Miyagi? Glück von Anfänger. Glück von Anfänger. Genau. Ja, das war der 9. November. Ja. Wir sehen uns morgen wieder am 10. November. Genau. Und bis dahin könnt ihr natürlich unseren Kanal noch liken und ein bisschen Kommentare reinschreiben, wenn ihr auch gerade Kid mögt. Nee, wir mögen es ja nicht, oder? Hat man gar nicht gemerkt. Dann schreibt ihr was rein. Ansonsten sehen wir uns morgen. 10. November. Bis dann. Tschüss. Tschüss.